Guten Morgen und willkommen zurück zur Roblox Studio Lernserie. Heute geht es um den Run Service und wenn du mit Coding an sich noch nicht so gut klarkommst, dann ist Run Service vielleicht auch noch ein bisschen zu kompliziert für dich, weil in der Theorie ist der Run Service nicht so schwer zu verstehen und nicht so schwer damit umzugehen. In der Praxis kann es aber ein bisschen kompliziert werden, wenn man da nicht so ein richtiges Gefühl dafür hat. Aber damit fangen wir jetzt an. Was ist denn der Run Service? Der Run Service ist, wie viele andere Services in Roblox Studio, ein Service. Und zwar ein ziemlich wichtiger Service, wenn es um Performance geht. Und warum dieser Service für Performance so wichtig ist, das erkläre ich dir jetzt. Denn was wollen wir in Roblox Studio machen? Wir wollen Videospiele entwickeln. Und in dem Namen von Videospielen steckt schon Video. Was ein Video ist, könnt ihr euch sicherlich vorstellen. Es ist einfach nur eine Reihe von Bildern, die nacheinander abgespielt werden. Am besten noch Ton dazu. Damit es so aussieht, als ob sich etwas kontinuierlich bewegt. Wie dieser laufende Charakter hier mit einem sich bewegenden Hintergrund. Das ist ein Video, das ihr hier seht. Und es ist ein Videospiel, weil ich Einfluss auf das Video habe. Und ich kann jetzt W drücken, um in die Richtung zu laufen. Das ist der Unterschied zwischen einem Video und einem Videospiel. Ganz einfach runtergebrochen. Und der Run-Service ist einfach dafür da, um sich um alle Prozesse, die für die Erstellung von so einem Live-Video wichtig sind, zu kümmern. Ein Video besteht, wie ich gesagt habe, ja aus verschiedenen Bildern, die nennt man Frames. Normal sind so 30 Frames pro Sekunde. In Videospielen hat man gerne so 60 Frames pro Sekunde. In Roblox war sehr lange Zeit die Framerate auf 60 Frames pro Sekunde gekoppelt. Ich kann jetzt hier einmal in die Einstellungen gucken hier. Inzwischen kann man die maximale Bildfrequenz einstellen von 60 Frames pro Sekunde auf 240 Frames pro Sekunde. Oder hier steht Bilder pro Sekunde, wurde sogar übersetzt. Und jetzt habe ich 240 Bilder pro Sekunde. Und solche Einstellungen sorgen nicht nur dafür, dass das Video, das erstellt wird, smoother ist. Es kann auch Einfluss auf das Gameplay an sich haben, weil in einem Videospiel wird ja live gerendert. Es entsteht live, während man das Spiel spielt. Und was ich damit meine, dass die Framerate Einfluss haben kann auf das Gameplay, ist einfach, während der Berechnung von jedem Frame können ja auch noch andere Dinge berechnet werden. Und man kann theoretisch an die Berechnung von einem Frame bestimmte Prozesse koppeln. Und vor allem sehr viele alte Videospiele haben das Problem, weil die Entwickler dachten, sie wären an feste Framerates gekoppelt. Man könnte an diese Frameraten irgendwelche Prozesse koppeln, wie zum Beispiel, wenn ein Charakter anfängt zu laufen, dass er langsam beschleunigt, und zwar jeden Frame um einen bestimmten Wert. Wenn man dann die Framerate erhöhen würde, würde es bedeuten, dass man einfach doppelt so schnell laufen kann. Solche Bugs gibt es in vielen, vor allem alten Videospielen. Und in Roblox gibt es tatsächlich auch einige solche Bugs, die von Entwicklern eingebaut wurden, die einfach nicht aufgepasst haben. Und das ist alles möglich dank des Run-Services. Und jetzt kommen wir endlich mal zum Run-Service. Ich pausiere das Spiel, wir öffnen ein neues Skript namens Run-Service. Ich habe hier schon einen Kommentar mit Run-Service reingeschrieben. Und was macht der Run-Service? Der Run-Service wird verwendet, um Code kontinuierlich während des Spiels auszuführen. Weil während ein Frame entwickelt wird, passieren verschiedenste Prozesse. Und an diese Prozesse kann man Code binden. Natürlich ist da auch schon fertiger Code rangebunden. Zum Beispiel die Kamera von einem Charakter muss sich mit dem Charakter mitbewegen. Aber auch der Charakter selbst muss sich bewegen. Und auch die Animationen vom Charakter müssen abgespielt werden. Und das läuft alles in verschiedenen Etappen während der Entwicklung von so einem Frame, und mit dem Run-Service hat man Zugriff auf diese Etappen. Nicht auf alle, aber auf die, die man braucht. Außerdem bietet der Run-Service die Möglichkeit, den Run-Kontext eines Scripts zu prüfen. Wir wissen ja schon, wenn wir hier in den Server-Script-Service reinschauen und ein Server-Script anschauen, haben wir rechts den Run-Service und der steht standardmäßig auf Legacy, aber man kann von Legacy auch umstellen auf Server, dann läuft dieses Script garantiert als Server-Script. Legacy defaultet übrigens auch auf Server. Soweit ich weiß, gibt es zwischen Legacy und Server keinen Unterschied. Wenn ich mich irre, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und es gibt Client, was dieses Script zu einem Client-Script macht, und es wird dann von jedem Spieler ausgeführt, zu dem dieses Script repliziert wird. Was nochmal was ganz anderes ist als ein Local-Script, weil ein Local-Script muss ja ein Descendant von einem Spieler sein, während ein Script mit dem Run-Context-Client nur repliziert werden muss an den Spieler und dann von jedem Spieler, der dieses Script sieht, ausgeführt wird. Lokal bei sich natürlich. Aber das wisst ihr ja schon, das ist ja nur eine Wiederholung. Und mit dem Run-Service kann man halt diesen Run-Context anschauen. Das ist auch das erste, was ich euch jetzt erstmal zeigen werde. Den Run-Service holt man sich genauso wie alle Services, indem man sagt game.getService. Ich nenne den Run-Service immer gerne Run, aber ihr könnt die Variable natürlich nennen, wie ihr wollt. Also local run ist gleich game.getService Run-Service. Und wir könnten jetzt einfach sagen print Run-Service Doppelpunkt ist Client. Und das returnt uns einen Boolean. Kann ich das hier nochmal sehen? Es returnt uns einen Boolean, der uns sagt, ob wir gerade von einem Client ausgeführt werden. Genauso gibt es auch noch Run-Service ist Server, was uns sagt, ob wir gerade vom Server ausgeführt werden. Wir können das Script auch einmal ausführen durch den üblichen Code, den wir von da unten kennen. loadString.game.serverscriptservice.runservice.source, Klammer auf Klammer zu, führen wir aus. Und wir sehen jetzt hier true und false. Und das ist interessant, weil in dem Moment, in dem wir dieses Script ausgeführt haben, über die Konsole hier unten, sagt er uns, es ist ein Client-Script, kein Server-Script, weil wir haben es über unsere Client-Konsole hier tatsächlich in Studio ausgeführt. Und dazu kommen wir jetzt zu anderen Run-Kontextes, die auch ziemlich wichtig sein könnten. Nicht für euer Spiel,
Spiel, sondern zum Beispiel für Plugins oder wenn ihr wirklich irgendwas über diese Konsole hier ausführt, run Doppelpunkt ist Studio. Und dann führen wir das nochmal aus und wir sehen True, False und True. Wir führen das Ganze über Studio aus. Und dann gibt es natürlich noch is Running, was uns sagt, ob die Spielsimulation gerade läuft. Und da kriegen wir dann auch False als Ergebnis raus. Ich mache das einfach mal größer, führe das nochmal neu aus, weil das ist, glaube ich, ein bisschen klein für euch hier. False. Ich mache auch mal die Timestamps weg. So. True, False, True, False. Also wenn wir etwas über diese Konsole hier unten ausführen, dann wird das im Run-Kontext Client in Roblox Studio ausgeführt, während der Spaß nicht läuft. Wenn ich jetzt aber einmal sage, hier spielen und vor allem einmal Task.wait 10 Sekunden mache, damit ich die Konsole vorher klären kann, weil da kommt ja allerhand Schwachsinn in die Konsole rein, während ich ausführen drücke. Also kläre ich einmal die Konsole, blub, warte 10 Sekunden. Währenddessen schauen wir uns hier dieses wunderschöne Gebäude an und da sehen wir jetzt, ich mach's mal ein bisschen kleiner, False, True, True und True wird jetzt geprintet, weil jetzt ist es nicht mehr Client, jetzt ist es Server, es ist auch in Roblox Studio und das Spiel läuft, es ist Running. Wofür ist jetzt ist Studio und ist Running wichtig? Wenn ihr einfach nur Codes für euer Spiel macht, dann werdet ihr solche Sachen nicht unbedingt brauchen, es sei denn, ihr habt vielleicht irgendwelche Testing-States. Zum Beispiel könntet ihr sagen, ich habe ein Script, welches Daten von Spielern speichert, wie die Daten, die hier drin sind. Die sollen gespeichert werden, aber nicht, wenn ich in Roblox Studio gerade drin bin und Sachen teste, weil da könnten dich ja die Daten sonst wie überschreiben und ich will nicht, dass das die echten Spieldaten dann überschreibt. Und dann kann man in der Speichern-Funktion machen, if is Studio, dann return end. Und wofür ist Running wichtig? Is Running ist vor allem wichtig, wenn ihr zum Beispiel Plugins macht, weil ein Plugin wird immer als Local Script mit Plugin-Berechtigungen da oben im Plugin-Tab seht ihr meine installierten Plugins. Die werden immer alle ausgeführt. Manche Plugins sollten nicht ausgeführt werden, während wir uns in einer Simulation befinden, während das Spiel gerade ausgeführt wird. Und da könnt ihr sagen, if run service is running, dann soll das Plugin nichts machen. Ich hatte zum Beispiel ein paar Folgen ein Plugin, das die ganze Zeit aufgeploppt ist, wenn ich einen Server-Test gestartet habe. Da habe ich mir den Source-Code vom Plugin genommen, habe da genau diese Zeile hier, if run is running, then return end, am Anfang hinzugefügt. Und dann hatte ich den Fehler nicht mehr. Außerdem kann is running auch sinnvoll sein, wenn ihr ein Module-Script habt, welches nicht in Roblox Studio required werden darf, sondern nur während das Spiel läuft, weil das Modul sich vielleicht selbst entpackt. Ich habe zum Beispiel hier das Banland-Modul mal erschaffen. Ist jetzt oben auf dem i verlinkt. Und das ist einfach nur ein Main-Module, welches man in den Server-Script-Service packt und dann funktioniert es als ganz normales Bun-System. Und hier in dem Code drin sehen wir, if run can't require this module outside of playtest because it would destroy its own functionality. Und dann returnen wir. Das heißt, das Modul möchte nicht required werden. Und wenn ich jetzt die Ausgabe hier wieder leere und hier unten einfach mal reinschreibe, require game.serverscriptservice.mainModule, dann wird hier auch reingeschrieben, can't require this module outside of playtest because it would destroy its own functionality. Und wir würden nur einen leeren Table zurückbekommen, weil wenn man dieses Modul requiren würde, dann würde es Sachen an andere Stellen packen. Zum Beispiel ist im Stuff-Forwarder ein Systems-Message-Modul mit einem Local-Script und dieses Local-Script wird auch woanders hingepackt von dem Modul, während es required wird, damit das halt an die Spieler rausgegeben werden kann. Und wenn das Modul das machen würde, während es nicht in einer Running-Instance vom Spiel ist, dann würde sich das Modul damit selbst zerstören. Aber der Vollständigkeit halber sollte ich euch vielleicht noch einmal sagen, dass isRunning nicht spezifisch zurückgibt, ob gerade der Spieltest läuft, sondern eigentlich nur, ob der Run-Service gerade aktiv ist. Ob der Run-Service läuft, die Physiksimulation läuft und somit halt auch die Scripts ausgeführt werden. Und das kann auch außerhalb eines Playtests passieren, wenn ihr Run-Service-Doppelpunkt-Run macht. Aber das solltet ihr auf gar keinen Fall tun, weil damit könnt ihr euch alles ruinieren. Macht das bitte auf keinen Fall, wenn ihr nicht wisst, was ihr tut. Es ist möglich und dementsprechend kann es Running halt auch in dieser Situation dann True ergeben. Aber macht es nicht. So, das war jetzt aber auch genug Theorie über den Run-Kontext. Ich glaube, ihr solltet jetzt verstanden haben, dass es sinnvoll sein kann zu wissen, ob wir uns in einem Client-Script oder Server-Script befinden. Vor allem Client oder Server ist wichtig in Module-Scripts, weil Module-Scripts können ja von beidem required werden. Aber manche Methoden gehen nur in Client-Scripts, manche Methoden gibt es nur in Server-Scripts. Aber jetzt gehen wir mal ein auf das Wichtigste. Und zwar wird verwendet, um Code kontinuierlich während des Spiels auszuführen. Und was ist dabei wichtig? Wichtig ist erstmal zu wissen, was ich ja schon gesagt habe, während das Spiel läuft, werden permanent Frames berechnet, die auf dem Bildschirm angezeigt werden. Und jeder einzelne Frame oder die Berechnung jedes einzelnen Frames lässt sich in einzelne Etappen einteilen. Ich sag mal auch wirklich, die Berechnung jedes einzelnen Frames lässt sich in einzelne Etappen einteilen. Und das allererste, was immer passiert, wenn ein neuer Frame beginnt, ist User Input. Da werden die Eingaben von Spielern verarbeitet. Das heißt, wenn ein Spieler eine Taste drückt, dann wird das genau dort aufgenommen, wahrgenommen, verarbeitet. Dann kommt eine Etappe, die nennt sich Render Step. Render Step ist die Etappe genau bevor das Bild berechnet wird. Der Frame wird direkt nach Render Step berechnet. Und in Render
Step ist es wichtig, all das zu berechnen, was vor der Berechnung des Bildes wichtig ist. Und zwar die Kamera muss geupdatet werden und auch das Character Movement müssen geupdatet werden. Auch die Animationen vom Character. Das muss alles in Render Step geupdatet werden. Man kann auf Render Step übrigens auch über Bind to Render Step zugreifen, aber das ist egal. Ihr müsst einfach nur wissen, es gibt Render Step und es ist bevor das Bild berechnet wird. Und während das Bild berechnet wird, die Berechnung des Bildes dauert natürlich ein bisschen länger, aber ob es jetzt während ist oder nach, ist eigentlich vollkommen egal. Wir müssen eigentlich nur wissen, Render Step ist bevor das Bild berechnet wird und alles, was danach kommt, hat keinen Einfluss mehr auf das Bild von diesem einzelnen Frame, sondern schon auf all das, was nach der Berechnung des Bildes passiert. Danach kommt nämlich eine Etappe, die nennt sich Replication Receive Jobs und da werden alle Property-Änderungen und Events verarbeitet. Das bedeutet, wenn wir während des Spiels per Code jetzt sagen, diese Tür wird geöffnet, glaube ich, sollte hier einfach mal reingehen. Wenn ich jetzt hier E drücke, um das Proximity Prompt zu feiern, dann wird das Event gefeiert vom Proximity Prompt und auch hier verarbeitet. Dadurch, dass das Event gefeiert wird, werden die Properties von diesen Türen geändert und sie werden halt verschoben. Ihr seht auch, das passiert während mehrerer Frames mit den Türen verschieben, ist ja klar, weil sie werden animiert über mehrere Frames hinweg. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier dieses Proximity Prompt ausführe, dann wird einfach nur die Property von den Hinges der Falltür geändert, dass die Falltür herunterfallen kann. Bup, sie sind unten. Innerhalb eines Frames ist die Falltür unten und das wird während der Replication Receive Jobs verarbeitet. Dieser Tisch hier fällt übrigens deswegen nicht runter, weil Physikobjekte, wenn sie stationär irgendwo liegen, werden in einen Zustand des Schlafes versetzt, sage ich mal. Roblox Studio möchte natürlich Physikobjekte, die sich nicht bewegen, nicht weiter berechnen müssen. Dementsprechend schlafen die ein und erst dann, wenn wieder direkt mit ihnen interagiert wird, wachen sie auf. Das heißt, ich müsste ihn jetzt berühren und dann fällt er auch wieder runter und wird zu einem Physikobjekt. Das ist eine Eigenheit, die auch ganz nützlich ist, über Roblox zu wissen. Physikobjekte schlafen, wenn man nicht viel mit ihnen macht. Deswegen dauert es manchmal ein bisschen, wenn man das erste Mal mit irgendeinem stationären Objekt interagiert, bis es sich bewegt. Ding, 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 ding. Also wie gesagt, wenn ihr eine Property von irgendeiner Instanz ändert, dann wird diese Änderung genau in dieser Etappe angewandt und auch die Events, die gefeiert werden, werden in dieser Etappe ausgeführt. Danach kommt eine Etappe, die nennt sich Resume Wait States. Und ganz basically kann man sagen, wenn ein Script durch Wait, Spawn oder Delay gewartet hat, wird es jetzt, sofern das Wait, Spawn oder Delay halt fertig sind, hier weiter ausgeführt. Das passiert aber nicht jeden Frame, weil Wait, ich habe euch ja schon mal gesagt, wir sollten nicht Wait verwenden, sondern wir sollten Task.Wait verwenden. Und das, was hier steht, gilt nicht für Task.Wait. Task.Wait ist anders als Wait. Wait ist eine Funktion, die sollten wir nicht mehr verwenden, die wurde halt abgelöst durch Task.Wait. Wait, wenn man nur Wait schreibt, ohne irgendein Argument, wartet ungefähr 0,03 Sekunden. Also eine 30. Sekunde, das sind bei 30 Frames die Sekunde, jeder Frame. Aber wir haben ja im Durchschnitt 60 Frames die Sekunde, also alle 2 Frames. Da die Framerate aber variabel ist, kann das alle paar Frames sein. Es kann aber auch jeden Frame sein, je nachdem wie performant euer Spiel ist. Und nachdem diese einigen Frames vorbei sind, wird der Code, der nach Wait steht, genau in dieser Etappe wieder ausgeführt. Manche von euch fragen sich jetzt bestimmt, wofür ist es wichtig, diese ganzen Etappen zu wissen. Und ich kann euch sagen, es ist in den allermeisten Fällen überhaupt nicht wichtig. Es gibt aber Situationen, wo ihr euch fragt, warum ändere ich die Eigenschaft von diesem Part? Warum sage ich dem Charakter, er soll aus dem Boot, aus dem Sitz rausspringen, aber setze ich direkt wieder rein oder so? Warum sage ich ihm, er soll springen und soll danach weggeschoben werden, aber dieses Wegschieben passiert einfach gar nicht. Es liegt einfach daran, dass manche Dinge in verschiedenen Etappen ausgeführt werden und sich dementsprechend auch selbst wieder überschreiben. Und dafür ist es ganz nützlich, einfach mal zu wissen, was wann ausgeführt wird. Und das mit Wait und Task.Wait ist auch ganz interessant. Wir könnten jetzt zum Beispiel einmal schreiben Print 1, dann Wait und dann Print 2, dann Task.Wait und dann Print 3. Ich kann euch eine Sache über Wait und Task.Wait sagen. Wait wird irgendwann resumed und zwar in diesem State, in dem Resume Wait State. Wenn ihr Task.Wait ausführt, dann wird die Ausführung des Scripts angehalten und zwar bis zum Heartbeat. Der Heartbeat ist der letzte State in der Berechnung eines Frames. In der Regel würde das bedeuten, ihr wartet bis zum nächsten Frame. Aber wenn ihr euch mit eurem Script jetzt schon irgendwo innerhalb dieser Etappen befindet, zum Beispiel in User Input, in Render Stepped, in Replication Receive Jobs oder in Resume Wait States, dann bedeutet das nicht, dass ihr bis zum nächsten Frame wartet, sondern nur, dass ihr bis zum Ende des aktuellen Frames wartet. Und das können wir jetzt sehen, indem wir den Spaß hier einfach mal ausführen. Und hier steht 1, 2, 3, so wie es sein soll. Und ich zeige euch jetzt einfach mal die Zeitstempel. Die Zeitstempel sagen uns jetzt, 1 wird zu diesem Zeitpunkt ausgeführt. 1
dann wird gewaitet und einige Zeit später, hier sehen wir, das ist später, wird 2 geprintet. Aber noch in derselben Ausführung wird 3 geprintet. Das hier ist während desselben Frames. Es muss nicht unbedingt die gleiche Zahl sein. Es kann auch eine Zahl später sein, weil die Berechnung eines Frames natürlich auch ein bisschen dauern kann. Wenn wir das nochmal ausführen, jetzt ist es wieder die gleiche Zahl. Nochmal ausführen, ist es wieder die gleiche Zahl. Ich clear jetzt einfach mal so lange, bis wir es hier sehen. 923 und dann 924. Es ist aber immer noch derselbe Frame, halt nur zufälligerweise eine Zahl später. Ihr seht halt auch, task.wait hat wirklich nur eine Zahl, sag ich mal, eine Zeiteinheit gewartet bis zur nächsten Ausführung, während wait halt schon ein ordentliches Stückchen gewartet hat. Deswegen task.wait wartet halt wirklich immer bis zum Ende des aktuellen oder bis zum Ende des nächsten Frames, je nachdem, ob ihr euch mitten in dem aktuellen Frame befindet oder am Ende des aktuellen Frames. Wenn wir jetzt einfach mal task.wait und wait austauschen würden, das heißt task.wait als erstes und wait als zweites, dann könnt ihr hier auch einmal den Unterschied sehen. Wir führen das aus und sehen jetzt, 1 wird in diesem Frame geprintet, 2 wird im nächsten Frame geprintet, welcher übrigens nicht wieder eine 30. Sekunde später ist, wie bei Wait vorhin, sondern nur ungefähr 3 Zeiteinheiten später ist, also sehr viel näher dran. Task.wait hat sehr viel weniger gewartet als Wait. Und danach waitet Wait schon wieder ungefähr 30 Zeiteinheiten, während task.wait garantiert bis zum nächsten Frame wartet. Und das dauert, hängt natürlich auch wieder davon ab, wie schnell euer Spiel den nächsten Frame berechnet. Aber es dauert auf jeden Fall nicht so lange wie Wait und ist sehr viel zuverlässiger darin, dass es wirklich am Ende des nächsten oder des aktuellen Frames ausgeführt wird. Einmal, um ganz spezifisch auf die Unterschiede zwischen task.wait und Wait einzugehen. Grundsätzlich solltet ihr wissen, benutzt einfach nur noch task.wait und wenn ihr wirklich den nächsten Frame haben wollt, berücksichtigt, ihr könntet euch in einen dieser States befinden mit eurem Code. Und wenn das der Fall ist, müsst ihr vielleicht zweimal task.wait schreiben, um auf den nächsten Frame zu warten. Das ist dementsprechend kein Bug, sondern ein Feature. Das ist komplett intended behavior und wir machen jetzt einfach mal weiter mit den nächsten States. Und zwar, nachdem die Wait States durch sind, wird ja Code ausgeführt nach dem Wait und nach dieser Code-Ausführung fängt die Lua Garbage Collection an. Garbage Collector ist einfach nur ein Programm, welches ungebrauchten oder ungenutzten Speicher wieder freimacht. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel Local Run stehen haben, aber dieser Run-Service nirgends verwendet wird oder er schon einmal verwendet wurde und in der weiteren Ausführung des Scripts nicht mehr verwendet wird, dann wird der Speicher, den diese Variable beansprucht hat, wieder freigemacht vom Garbage Collector. Das passiert komplett automatisch, darauf haben wir keinen Einfluss. Das ist die Magie des Garbage Collectors und dem guckt man nicht auf die Finger. Man ist glücklich, dass es ihn gibt und dass wir uns nicht um unseren eigenen Speicher kümmern müssen. Nach der Lua Garbage Collection kommen wir zu den Etappen, die sich nach der Berechnung des Frames befinden. Also nach der Berechnung des Bildes. Wir sind immer noch im gleichen Frame und hier kommt der Internal Legacy Step. Wie der Name schon vermuten lässt, ist er für alten Krams gedacht. Ich habe ja auch geschrieben, ein paar alter Krams wie Explosionen, aber halt auch wie Humanoids. Humanoids sind das, was einen Charakter zu einem Charakter machen in Roblox. Wenn ich hier ins Spiel reingehe, haben wir hier meinen Charakter. Der kann animiert werden, der kann springen und der kann sich bewegen, weil da drin ein Humanoid steckt. Ich öffne den Explorer hier auf Roblox Conny und wir finden in Roblox Conny einen Humanoid. Und dieser Humanoid macht mich zu einem Charakter. Wenn ich den Humanoid lösche, bin ich kein Charakter mehr. Ich kann mich nicht mehr bewegen, ich kann nicht mehr springen, ich kann gar nichts mehr. Ich bin nur noch ein Model, was nichts kann. Und all das, was der Humanoid so macht, oder zumindest das meiste, ich glaube, Roblox möchte Humanoids verbessern. Es gab auf jeden Fall neue Instanzen, die Movement vom Humanoid besser greifbar machen, sage ich mal. Ich habe mir die aber immer noch nicht angeschaut, jetzt so ein halbes Jahr später. Das wird alles im Internal Legacy Step berechnet. Explosionen, Humanoids, Motor 60s, Body Movers, Body Gyros, vor allem veraltete Constraints werden hier verarbeitet. Alter Krams. Und nachdem dieser ganze alte Krams berechnet wurde, kommen wir in eine wichtige Etappe. Die müsst ihr euch aufschreiben, die ist prüfungsrelevant. Die heißt Stepped. Stepped ist für alle Berechnungen vor der Physiksimulation. Weil wir haben jetzt erstmal geguckt, dass sich der Charakter lokal beim Spieler bewegt, dass er animiert wird und dass sich die Kamera bewegt. Dann wurde der Frame berechnet und während der Berechnung des Frames oder nach der Berechnung des Frames, je nachdem wie schnell das lief, haben wir schon mal Code ausgeführt. Aber dieser Code, den wir nach Render Stepped ausführen, alles was nach Render Step passiert, hat keinen Einfluss mehr auf den aktuellen Frame, der berechnet wird, sondern das hat alles schon Einfluss auf den nächsten Frame. Alles, was hier gesetzt wird, wird erst im nächsten Frame zu einem Bild verarbeitet. Alles, was hier berechnet wird, sehen wir, oder zumindest die Einflüsse, die daraus entstehen, sehen wir erst im nächsten Frame. Lua Garbage Collection sehen wir nicht im nächsten Frame, aber passiert halt vor dem nächsten Frame. Internal Legacy Step, Humanoid-Krams, Explosionen und so, passiert alles vor dem nächsten Frame. Und dann kommen
und Stepped. Und Stepped ist für Berechnungen, die vor der Physiksimulation passieren. Und da passiert, soweit ich weiß, erstmal nichts großartig. Aber Stepped ist deswegen wichtig, weil wir selbst unseren Code in Stepped reinschreiben können vor der Physiksimulation. Physik ist zum Beispiel, wenn wir hier ein paar nicht geankerte Parts haben, die herunterfallen sollen. Blub, sie fallen runter. Das ist die Physiksimulation. Aber auch wenn wir ein paar Feuerwerksraketen haben, welche nach oben fliegen sollen durch Line Velocity, dann funktionieren diese Bewegungen durch Physiksimulation. Bumm. Und auch der Hund, dass er springt, funktioniert durch Physiksimulation, weil wir applyen ja einen Impuls in eine Richtung und das wird dann alles physikalisch simuliert. Und bevor diese Physiksimulation passiert, können wir Instept Einfluss darauf nehmen. Wir können zum Beispiel Instept sagen, yo, jetzt möchten wir noch ein paar Änderungen vornehmen, noch bevor die Physik simuliert wird. Und nachdem Stepped ausgeführt wurde und der Code vor der Berechnung der Physiksimulation kam, kommt die Physiksimulation. Der Internal Physics Step ist für die Physiksimulation, das heißt Gravitation, Constraints und alle möglichen Kräfte, die halt physikalisch auf irgendwas einwirken, werden hier berechnet von Roblox Studio selbst. Und danach, nachdem die Physik simuliert wurde, gibt es nur noch einen Step und der nennt sich Heartbeat. Und Heartbeat ist das Letzte, was passiert während der Berechnung eines Frames und zwar direkt nach der Physiksimulation. Nachdem berechnet wurde, wie weit diese Münze während dieses Frames nach unten fällt und sich dreht und vielleicht noch durch andere Frames berührt wird und in eine andere Richtung gelenkt wird, während das alles berechnet wird für diesen Frame, beziehungsweise nachdem das alles berechnet wurde für diesen Frame, dass das Ding jetzt wirklich nur so ein klitzekleines Stückchen nach unten ging, mehr nicht. Dann kommt der Heartbeat und da können wir selbst auch wieder Code reinschreiben und der ist relativ wichtig, weil der ist, nachdem alles berechnet wird, aber auch alles, was im Heartbeat gemacht wird, hat natürlich wiederum Einfluss auf den nächsten Frame. Wenn wir im Heartbeat ein Part woanders hinschieben, dann überschreiben wir sozusagen das, was in der Physiksimulation simuliert wurde. Wenn es zum Beispiel physikalisch simuliert wurde, wenn nicht, dann ist es ja auch egal. Aber wir können im Heartbeat Sachen verändern und diese Veränderungen haben direkt wieder Einfluss auf den nächsten Frame. Wir haben danach natürlich wieder den User-Input, Render-Stepped, wo die Kamera und Character-Movement nochmal berechnet werden und dann wird auch schon der Frame berechnet. Und wozu ist das alles wichtig zu wissen? Und damit kommen wir zur Hausaufgabe der C-Frame-Folge. Die Hausaufgabe der C-Frame-Folge wurde nie aufgelöst. Dort habe ich gesagt, ihr sollt ein Pad machen, welches euch verfolgt. Und dafür habe ich diese drei Parts hier erstellt. Die drei Parts machen bisher nichts. CanCollide ist aus, sie sind geankert. Und diese drei Parts haben einen schönen Namen, und zwar Render Stepped, Stepped und Heartbeat. Lustige Namen, oder? Und wir machen daraus jetzt ein Pad. Ihr konntet natürlich, weil ihr den Run-Service noch nicht kanntet, den Run-Service nicht nutzen für diese Hausaufgabe und es wird bei euch wahrscheinlich ziemlich janky sein. Ihr werdet task.rate verwendet haben und so. Und es wird ungefähr auf dem Level von dem hier sein. Vielleicht besser, vielleicht schlechter, je nachdem, was ihr so gemacht habt. Ich bin gespannt auf eure Hausaufgaben. Ihr könnt sie natürlich immer noch im Roblox Studio Forum einreichen. Aber wenn man tatsächlich so ein Pad haben möchte, welches einem verfolgt oder grundsätzlich irgendwas haben möchte, wo jeden Frame die Position neu verarbeitet wird, dann bindet man das natürlich an verschiedene Run-Kontext-Etappen. Aber an welche jetzt? Bindet man das an Render-Stepped, an Stepped oder an Heartbeat? Und das probieren wir jetzt einfach mal aus. Vorher schreibe ich natürlich noch mal ein bisschen was auf, und zwar, nachdem wir diese Etappen wissen, können wir schreiben, mit dem Run-Service kann man Code an folgende Etappen binden, an Render-Stepped, an Stepped und an Heartbeat. Und dann gibt es noch eine Sache, die ich euch nicht verheimlichen möchte, und zwar, Render-Stepped, Stepped und Heartbeat waren vor 2 Jahren ungefähr, vielleicht auch 2,5 Jahren, deprecated. Deprecated bedeutet, man sollte es nicht mehr benutzen. Es wurde markiert als benutzt das nicht mehr. Das war aber ein Fehler und wurde wieder rückgängig gemacht. Stattdessen wurden dann diese Etappen hinzugefügt. Pre-Animation, Pre-Render, Pre-Simulation und Post-Simulation. Und man kann sich schon denken, Pre-Animation und Pre-Render sind so ziemlich das gleiche wie Render-Stepped. Pre-Simulation ist so ziemlich das gleiche wie Stepped und Post-Simulation ist so ziemlich das gleiche wie Heartbeat. Und es kann sehr gut sein, dass diese drei Etappen irgendwann ersetzen werden. Weil Render-Stepped, verstehe ich, in dem passiert viel. Es werden natürlich die Animationen vom Charakter dort berechnet, aber es wird auch die Position von der Kamera bearbeitet und das in verschiedenen Prioritäten, also in verschiedenen Reihenfolgen, und deswegen verstehe ich, dass Render-Stepped nochmal aufgebrochen wird in Animation und Render. Ich habe aber in der Roblox-Dokumentation noch echt nicht sehr viel darüber gefunden. Ich habe auch nicht so lange gesucht, ehrlich gesagt. Also jeder, den ich kenne, benutzt auch noch Render-Stepped, Stepped und Heartbeat, aber man kann inzwischen auch die hier verwenden und die funktionieren genauso gut, soweit ich es ausprobiert habe. Und wahrscheinlich ist das die Zukunft und das hier ist Vergangenheit, weil es auch wirklich schwer zu merken ist, was ist jetzt was. Das habe ich mir nie gemerkt damals. Damals habe ich immer wieder nachgeguckt, was was ist. Hier kann man sich
ziemlich gut vorstellen. Animation, Render, Simulation und nach der Simulation. Dementsprechend sind die Namen eigentlich ganz cool. So, wir schreiben jetzt aber erstmal ein bisschen Code. Hier haben wir schon den Run-Service, aber wir brauchen noch den Player-Service und den Workspace, weil im Workspace befinden sich natürlich meine Pets. Meine Pets sind in einem Folder namens Run-Service-Folder, Workspace.RunService-Folder, und da drin haben wir Render, Stepped, Stepped und Heartbeat. Kann ich euch einmal zeigen. Hier haben wir den Run-Service-Folder und hier haben wir Heartbeat, Render, Stepped und Stepped. Das sind meine drei Pets, die wir hier haben. Stepped, Render, Stepped und Heartbeat. Da habe ich natürlich wieder ein Surface-GUI mit einem Textlabel drauf und ihr wisst natürlich noch nicht, was GUIs sind, aber das lernt ihr in späteren Folgen. Das ist einfach nur, damit wir sehen können, welches Part welches ist. Und wir wollen jetzt für jeden Charakter, der zum Spiel hinzugefügt wird, eine Kopie von diesen Pets machen und die Pets sollen dem Charakter dann folgen. Um erstmal den Charakter von jedem Spieler zu bekommen, müssen wir natürlich erstmal jeden Spieler bekommen. Und dafür gibt es die Player-Edit-Funktion. Die connecte ich natürlich immer so. Für Unterstrich, Komma, Spieler in Players, bla 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 bla. Player.PlayerEdit, Connect PlayerEdit. Und wenn ein Spieler hinzugefügt wird, dann warten wir darauf, dass ein Charakter zum Spieler hinzugefügt wird. Und wenn ein Charakter zum Spieler hinzugefügt wird, dann führen wir die Funktion CharacterEdit aus. Das hier ist einfach nur Boilerplate-Code. Den könnt ihr euch wegdenken. Wichtig ist nur, hier drin, in dieser Funktion, ist der Code, der für jeden Charakter im Spiel ausgeführt wird. Und jeder Charakter im Spiel hat einen Primary Part und einen Humanoid. Die holen wir uns natürlich erstmal. Primary Part ist Character Rate for Child Humanoid Root Part. Hier habe ich auch Base Part und Humanoid hingeschrieben. Das ist nicht wichtig. Das ist einfach nur, damit die Autovervollständigung netter zu mir ist. Und dann erschaffe ich Kopien von Render Stepped, Stepped und Heartbeat und Parenthesis zum Workspace. Und wie können wir jetzt etwas an diese Etappen hier binden? Ganz einfach. Wir schreiben dafür runService.stepped:connect. Function. Damit haben wir ein neues Event. Das Event heißt .stepped und das connectet eine Funktion und in dieser Funktion wollen wir jetzt die Position von dem stepped Part anpassen und das haben wir in der C-Frame-Folge gelernt. Also stepped.cframe ist gleich cframe.new und wir wollen da dann einfach die Position von unserem Character haben, also primaryPart.cframe mal vector3.new 0,5,0. Das heißt, einfach 5 Stats auf der relativen Y-Achse entfernt. Das haben wir ja auch gelernt. C-Frame mal Vektor ergibt einen Vektor, welcher relativ an der Orientierung des C-Frames berechnet, um Vektor-Stats halt verschoben wird. Und unser Part soll auch noch schauen, und zwar in die Richtung unseres Primary-Parts. Oder ich mache nicht 0,5,0, sondern 5,0,0. Dann haben wir jetzt das C-Frame.new, C-Frame bla bla bla, 5,0,0, Primary.position. So, wir haben jetzt eine Kopie von dem Step-Part. Wir haben auch noch Render, Stepped und Heartbeat, aber um die kümmere ich mich gleich. Erstmal Stepped. Wir führen den Code einfach mal aus, beziehungsweise wir gehen ins Spiel rein und wir sehen hier Stepped. Der Stepped. Und Stepped ist 5 Stats von mir entfernt. Und wenn ich mich nach vorne bewege, kommt das Part hinterher. Ihr seht auch, es laggt ein bisschen hinterher. Woran das liegt, erzähle ich euch gleich, aber wir haben unser Part gemacht. Damit ist die Hausaufgabe theoretisch schon mal bestanden. Man kann es natürlich noch verbessern und das lernen wir jetzt. Ihr seht, Stepped hängt ordentlich hinterher. Woran könnte das liegen? Wann wird Stepped ausgeführt? Stepped wird ausgeführt, nachdem der Frame berechnet wurde und noch bevor die Physik simuliert wurde. Das bedeutet, ziemlich weit weg von der Berechnung des nächsten Frames wird Stepped berechnet. Es ist also so weit weg von der aktuellen Charakterposition, wie es eigentlich nur sein kann. Weil nach Stepped kommt erstmal noch die Physikberechnung, dann kommt der Heartbeat, dann kommt der User-Input und dann kommt Render-Step, wo dann der Charakter sich tatsächlich bewegt und dann wird erst das Bild berechnet. Das heißt, Stepped ist so weit weg, wie es nur geht. Stepped ist offensichtlich nicht so eine gute Position, um etwas, was an den Charakter gebunden ist, zu animieren. Probieren wir es mal mit dem Heartbeat aus. Deswegen schreiben wir hier unten dann einfach mal runService.heartbeat, Doppelpunkt connect, heartbeat.cframe ist das gleiche, nur dass ich jetzt 0,0,5 habe. Wir führen den ganzen Spaß aus und wir sehen jetzt, Heartbeat ist hinter mir und es bewegt sich immer noch vergleichsweise langsam hinter mir hinterher. Den Effekt kann man noch viel deutlicher sehen, wenn man mich natürlich schneller macht. Wir können jetzt einfach mal auf Roblox Conny gehen, auf den Humanoid und dann meinen Walkspeed erhöhen von 16 auf 250. Jetzt bin ich ziemlich schnell, vielleicht sogar ein bisschen zu schnell. Ihr seht, die kommen hier gar nicht hinterher, aber ihr seht, sie sind ein bisschen off-sync voneinander. Sie wackeln ein bisschen hin und her. Die Frage ist nur, was hängt jetzt hinterher? Theoretisch müsste Stepped hinterher hängen, weil Heartbeat ja ein bisschen näher schon an der Berechnung des nächsten Frames dran ist. Wie finden wir das heraus? Wir probieren es jetzt einfach mal mit Render Stepped, weil Render Stepped ist ja direkt vor dem Rendern des nächsten Frames. Dementsprechend schreibe ich das hier auch einfach mal hin. Run.render step bla 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 render step C-Frame. Und wir werden jetzt etwas bemerken, was uns vielleicht nicht so sehr gefällt, und zwar ein Error. Render Stepped Event can only be used from local scripts.
Das ist aber blöd. Wir können nur in LocalScripts RenderStepped verwenden. Gibt es da denn irgendeinen Umweg? Weil ich möchte das jetzt noch nicht über ein LocalScript machen. Das werden wir später ausprobieren, weil das ist jetzt schon mal ein Hint auf die Lösung des Problems. Es gibt eine Lösung. Es gibt ja Pre-Animation und Pre-Render. Probieren wir es doch einfach mal mit denen aus. Wir schreiben hier einfach mal Pre-Animation, was ja im Grunde dasselbe ist wie RenderStepped, führen den ganzen Spaß aus und wir haben keinen Error. Das Part ist über uns und es kommt hinterher. Es dreht sich nicht mit, liegt aber daran, dass es halt nach unten guckt, wie es gucken sollte. Aber was hängt jetzt mehr hinterher? Machen wir mich mal ein bisschen schneller? Sagen wir diesmal nur 150. Es sieht so aus, als ob Pre-Animation tatsächlich am weitesten hinterherhängt, oder? Naja, und das liegt daran, dass wir etwas machen, was man natürlich nicht machen sollte. Wir binden etwas an die Bewegung eines Clients und das vom Server. Ich habe euch ja gesagt, wofür Server-Scripts da sind und wofür Local-Scripts da sind. Und Local-Scripts sind für alles, was mit Character-Movement zu tun hat. Und wenn ein Character sich bewegt, muss das von einem Local-Script gehandelt werden. Und dann ist es auch smooth bei diesem Client. Weil alles, was vom Server bewegt wird, das wird zwar auch an den Client repliziert, aber muss natürlich erstmal über die Internetverbindung rüber und das kann ein bisschen nachhängen. Wenn wir hier etwas sehen, was überhaupt nichts mit dem Client zu tun hat, sieht das zwar smooth aus, hängt aber ein bisschen hinterher zu dem, was der Server tatsächlich sieht, weil wenn wir uns jetzt anschauen, was der Server sieht und dann den Client einfach bewegen, dann sehen wir, wupp, 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 es ist eigentlich ziemlich nah ran gebunden. Wir sehen da eigentlich gar keinen Unterschied, es hängt sehr gut mit dem Charakter zusammen, egal wie schnell ich mich bewege, es funktioniert. Auch wenn ich mich drehe, es funktioniert. Auch wenn ich diese Achse drehe, wupp, 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 es funktioniert. Also machen wir es jetzt erstmal richtig. Und zwar mit einem LocalScript. Vorher möchte ich aber einmal noch Pre-Animation ausprobieren. Oder nee, Pre-Animation habe ich eben schon ausprobiert. Wir probieren jetzt mal Pre-Render, ob das funktioniert. Offenbar nicht. Pre-Render macht offenbar gar nichts. Schade, oder? Aber Pre-Animation. So, damit haben wir ein bisschen was über Pre-Animation und Pre-Render gelernt. Wir wissen auch, dass es Pre-Simulation für Stepped und Post-Simulation für Heartbeat gibt. Aber das könnt ihr selber ausprobieren. Wir gehen jetzt erstmal in ein LocalScript rein und dieses LocalScript befindet sich im Starter Player unter den Starter Character Scripts und ich nenne es Run Service LocalScript. Hier kopieren wir einfach erstmal den Code rein, den wir hier haben. Vlup. Und den müssen wir natürlich ein bisschen anpassen. Zum Beispiel kriegen wir Spieler gar nicht mehr über Player Edit, bla bla bla. Den Spaß hier können wir einfach weglassen. Die Character Edit Funktion können wir weglassen. Ist auch viel simpler, wenn wir das einfach so schreiben. Wir brauchen jetzt nur noch den Character. Blub, 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 blub. Und wie kriegen wir den Character? Über den Player Service, indem wir hier einfach schreiben: Local Spieler ist gleich Players.LocalPlayer. Local Character ist gleich Spieler.Character. Primary und Humanoid haben wir hier unten. Und dann sollte der Spaß auch schon funktionieren. Hier in dem Server Script des A ich jetzt erstmal den Spaß, indem ich das hier einfach ausklammer, blub. Wir führen den Spaß aus und jetzt wird das Ganze über ein LocalScript gemacht und das LocalScript sorgt dafür, dass alles ziemlich smooth ist. Sehr viel smoother. Es sieht so aus, als ob es an den Charakter gebunden ist, aber wir sehen auch, ein bisschen wackelt es. Vor allem wackelt das gelbe Part hier und das gelbe Part ist, wie wir wissen, Stepped. Das, was am weitesten von unserer Charakter-Animation weg ist. Daran sehen wir, okay, vielleicht ist Stepped nicht der richtige Kandidat. In der Theorie müsste ja tatsächlich RenderStepped hier oben der beste Kandidat sein. Wir merken aber auch, Heartbeat scheint nicht so sehr zu wackeln. Liegt halt auch daran, weil Heartbeat relativ nah an RenderStep dran ist. Weil nach Heartbeat kommt direkt der User-Input und dann schon RenderStep. Da ist auch nicht viel dazwischen. Es kann aber viel dazwischen sein, wenn ihr sehr viel im Heartbeat habt und wenn ihr auch sehr viel User-Input verarbeiten müsst. Meinetwegen auch, wenn viel RenderStep gemacht wird, kann es sein, dass der Heartbeat hinterherhängt. Dementsprechend praktisch wäre RenderStep der richtige Kandidat für ein Part, welches permanent dem Charakter folgen soll. Und wir können den Effekt natürlich jetzt noch viel besser sehen, indem wir uns nochmal ein bisschen schneller machen. Also gehen wir nochmal auf den Humanoid, stellen mich auf 150, bupp, und wir sehen, oh ja, es zieht ziemlich hinterher. Stellen wir uns mal auf 250 und es wackelt immer mehr. Die anderen Parts kommen aber ziemlich gut hinterher. Heartbeat hat gar kein Problem mitzuhalten. RenderStepped sowieso nicht, weil RenderStepped wird in derselben Etappe berechnet wie das Movement von unserem Charakter und unserer Kamera. Dementsprechend ist da nichts, was wackeln und rütteln könnte. Wenn wir es jetzt auf 500 stellen, wackelt Stepped sehr hinterher. Wir sehen, Stepped ist der falsche Kandidat dafür. Das haben wir jetzt aus dieser Praxis gelernt. Wir haben einen Ausnahmefehler bei Distanz checken, ist okay. Blub. Aber noch viel besser können wir den Spaß sehen, wenn wir die Parts einfach so alignen, wie sie hier sind. Und das mache ich jetzt einfach mal. Wir brauchen noch nicht mehr Pre-Render nehmen, wir können das auch gleich Step nennen. Und wir packen alle Parts an die gleiche Position. Ich habe hier unten ein Humanoid Dalt jetzt auch einmal connected, dass die Parts zerstört werden sollen, sobald wir sterben, damit das Spiel nicht komplett überladen wird mit uns. Und wir können den anders direkt einfach mal nutzen, um gleich Jump Height zu erhöhen und Walk Speed zu erhöhen, damit wir den Effekt direkt sehr viel schneller testen können. Wir gehen rein
rein ins Spiel. Alle Parts sind ineinander und jetzt können wir richtig gut sehen, aua, dass wenn ich springe, dass alles sehr gut aligned ist, außer Stepped. Ihr seht, Stepped laggt ordentlich hinterher und das zieht auch richtig hinterher. Jetzt sieht man diesen Unterschied sehr, sehr deutlich. Heartbeat und Render Stepped haben kaum einen Unterschied bis gar keinen Unterschied. Das kann sich ändern, wenn euer Spiel natürlich jetzt mehr Berechnungen an den Run-Service bindet, aber da dieses Spiel hier halt überhaupt nichts Rechenintensives macht, gibt es da gar keinen Spielraum für irgendwelche Lags, weil ich im Heartbeat bin. Der einzige Offset, der zustande kommen kann, liegt einfach daran, dass Stepped vor der Physiksimulation stattfindet, danach die Physiksimulation nochmal Einfluss auf meinen Charakter hat und der Charakter dann an einer anderen Position ist, als Stepped die Position berechnet hat. Heartbeat ist nach der Physiksimulation und dementsprechend perfekt aligned und Render Stepped ist direkt bevor das Bild berechnet wird, also noch viel, viel besser für diese Situation geeignet. Aber bedenkt, gerade dann, wenn euer Spiel möglicherweise ein bisschen mehr laggen könnte, dann ist auch Heartbeat ein Kandidat, der auch noch ein bisschen Offset durch Lags mitbringen kann. Ach, und wie konnte ich das vergessen? Natürlich, falls ihr in Render Stepped irgendwelche Scripts schon drin habt, die dann nochmal die Position des Charakters ändern, spätestens dann solltet ihr merken, dass Render Step der richtige Kandidat ist, weil dann ist Heartbeat komplett off. Deswegen ist Render Step der richtige Kandidat für alles, was an den Charakter an sich gebunden ist. Es ist natürlich zu empfehlen, dass ihr so wenig Berechnungen an den Run-Service und an den Run-Service-Etappen bindet, wie es nur geht, damit euer Spiel so flüssig läuft, wie es geht, damit, wenn ihr mal was an den Heartbeat connectet, dass es auch gar kein Problem ist. Und dann sieht das halt so aus. Und damit haben wir jetzt unser Part gemacht, die Hausaufgabe ist erfüllt. Die Hausaufgabe von vor etlichen Folgen, ehrlich gesagt, weil seit der Hausaufgabe habe ich euch Events beigebracht und so. Aber wir haben unser Pad gemacht, welches einem perfekt folgt. Natürlich für ein richtiges Pad-System ist das vielleicht nicht die beste Lösung, aber es ist auf jeden Fall eine Lösung. Was ihr auch machen könntet, ist, ihr könntet, wenn ihr ein ordentliches Pad haben wollt, das sich smooth hinterher bewegt, dieses Part hier unsichtbar machen, aber in das Part ein Attachment machen, in das Pad auch noch ein Attachment machen und dazwischen dann einfach eine Body Position machen, dass das Pad smooth hinterherläuft. Dann bewegt sich das dann auch ein bisschen mehr so wie das Stepped Part, nur dass es halt physikalisch berechnet wird und somit nicht so laggend hinterherhängt, sondern smooth hinterherhinkt. Aber das Hinterherhinken kann man natürlich auch berechnen, weil bei RunService.stepped, RenderStepped und Heartbeat habt ihr in der Funktion noch ein Argument, das nennt sich DeltaTime und das ist eine Number, die uns sagt, wie viel Zeit seit dem letzten Heartbeat vergangen ist. Hier gibt es überall DeltaTime und DeltaTime oder in dem Fall heißt es nur Time und DeltaTime offenbar bei Stepped und das kann man natürlich dann benutzen, um Geschwindigkeiten zu berechnen, Beschleunigung zu berechnen oder auch Trägheit zu berechnen mit der DeltaTime. Das ist ein bisschen Physik und das machen wir heute nicht, weil das Wichtigste habt ihr schon gelernt und zwar es gibt Stepped, RenderStepped und Heartbeat beziehungsweise gibt es auch Pre-Animation, Pre-Render, Pre-Simulation und Post-Simulation, die sich so ähnlich verhalten sollen, denke ich mal. Ich kann es euch aber nicht genau sagen. Vielleicht wird es dazu irgendwann noch irgendwas geben. Vielleicht werden die hier irgendwann wirklich als deprecated markiert, aber aktuell benutzt jeder. Und zwar jedes große Spiel benutzt diese Etappen, zumindest in Heartbeat. Der Heartbeat ist einfach nicht wegzudenken. Und wenn es deprecated wird, wird es wahrscheinlich nur markiert werden als benutzt das bitte nicht mehr, sondern benutzt stattdessen das hier, aber es wird wahrscheinlich für ewig weiterhin funktionieren. Genauso wie viele andere Sachen, die deprecated sind, weil Roblox kann diese Funktion, diese Events nicht einfach entfernen, dann würden super viele Spiele einfach breaken. Und wenn ich hier in dem Local-Script schon Humanoid Died gemacht habe, dann kann ich das in dem Server-Script theoretisch auch noch machen. Schreiben wir hier auch einmal kurz rein, Humanoid.Died, Connect Function, Step, bla bla bla, alles Destroy und dann ist alles cool. Und jetzt können wir uns die Sachen auch einfach mal übereinander ansehen. Aua. Und ihr seht, es gibt einen deutlichen Unterschied zwischen Server und Client. Beziehungsweise beim Server sollte ich hier vielleicht Pre-Render wieder durch Pre-Animation austauschen. Und ich kann ja einfach mal versuchen, bei Step zu Pre-Simulation zu machen und Heartbeat zu Post-Simulation und gucken, ob das auch funktioniert. Ich denke, das sollte auch funktionieren. Und ja, wir haben unsere drei Parts, die jetzt hinterher hinken, genauso wie sie es sollten, wie man es kennt. Aber sie hinken halt sehr viel stärker hinterher. Und da seht ihr einmal deutlich den Unterschied zwischen Sachen, die auf dem Server gemacht werden und Sachen, die vom Client gemacht werden, was das für einen Unterschied hat, vor allem, wenn es um hohe Geschwindigkeiten geht. Und das liegt einfach nur an der Netzwerkgeschwindigkeit. Wenn wir ein ganz langsames Movement hätten, würde man es vielleicht gar nicht bemerken, weil wenn ich jetzt hier einfach so stehe und zum Beispiel mich so ganz langsam drehe, dann merkt man es kaum, aber man merkt es schon, vor allem, wenn ich schneller mache. Ja, aber wenn ich super langsam bin, merkt man dieses Gewackel nur ein bisschen. Aber man merkt es halt trotzdem, ne? Aber ich denke, diese Scripts deaktiviere ich beide mal wieder, weil sich das Spiel sonst nicht spielen lässt, wenn diese Parts
die ganze Zeit rumwuseln. Das ist dann auch alles, was ich euch über den Run-Service beibringen wollte. Ich hoffe, ihr konntet was draus lernen. Der Run-Service wird vor allem dann wichtig, wenn wir in der Roblox Studio Lernserie uns um den Tween-Service befassen und um Animationen, weil da werde ich euch den Kontrast zwischen Run-Service-Animationen und dem, was Roblox uns noch so für Animationstypen bietet, zeigen. Das wäre es aber erstmal mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Vielen Dank an alle Kanalmitglieder. Ihr seid natürlich jetzt hier auch nochmal eingeblendet. Ohne Kanalmitgliedschaften könnte ich diesen Kanal gar nicht betreiben, weil die Videos werden halt einfach nicht gut genug angeklickt. Also vielen lieben Dank an alle, die auf Mitglied werden geklickt haben und auch weiter Mitglied bleiben. Die nächste Folge sollte jetzt schon eingeblendet sein. Bis dann und ciao!